Okay, weiter geht's. Jetzt geht die menschliche Gruppe los. Ach ja, ach du Scheiße, vergessen da alles ja zu machen. Okay, da fehlt noch was. So ein Gorn. Angriff hoch. Son Goku. Digga, Mann, was ist eigentlich los mit dir? Irgendwie kriegst du gar keine Spezialattacken. Okay, da habe ich schon. Habe ich da alles schon? Ja. Dann mache ich mal Fähigkeiten hier. Krillin, da habe ich eigentlich auch. Auf Stufe 3. Okay. Und du? Langsam habe ich so ein Gefühl, dass meine Stimme langsam, dass meine Stimme weggeht. Okay, dann werde ich das hier noch machen bei ihm. Aber ey, los geht's mit der menschlichen Gruppe. Warte, dann müsst ihr das auch anpassen. So. Und die Zufallskämpfe werden wieder rausgeschnitten. Keine Sorge, ihre Spezialattacken werde ich alle zeigen. Okay. Ausweichgeheimnis. Ist es was auszurüsten? Das klingt aber auch so. Ausweichgeheimnis. Aus. Ja, das ist was zum Ausweichen. Dün, 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 dün. Schutzwappen. Manchmal weiß ich echt nicht, ob das irgendwas auszurüsten ist oder nicht. Schutzwappen. Schutzwappen. Ach so. Erhöht Verteidigungskraft um 15%. Okay. Ah. Ich sehe richtig, warum man die menschliche Gruppe nicht gerne nimmt. Also ich nehme die gerne nicht so, weil die ziehen nicht so viel ab bei den Gegnern. Also beim Boss würde ich auch sagen. Und bei normalen Gegnern. Geklärt. Warte, was wollte ich machen? Was wollte. Ach so, ja. Was ich nachgucken wollte. Rolongs Nase brauche ich mal kurz. Rolongs Nase. Wie viele Schätze gibt es hier noch? Drei. Okay. Muss ich noch drei Schätze finden. Gift, Gift, Gift. Gift, Gift, Giftkarte. Okay, das haben wir. Dun, 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 dun. Okay. Wann habe ich zu Krillin gewechselt? Was ist das denn? Oh nein. Ach, Jesus, ist das so ein Teleportationsspiel. Okay. Ich hoffe mal, ich habe den Weg genommen zu der Kiste. 50.000 irgendwas. Oh, leck mich. Ich habe genau den anderen Weg genommen. Warte mal. Aha. Zielring. Sollen wir wetten, das zieht die Gegner auf mich? Sollen wir wetten? Zielring, Zielring. Zielring. Gottes Umhang. Zielring. Deine Angriffe treffen deinen Gegner zu 100%. Kann ich auch später gebrauchen. Aber ich will erst mal die Truhe da holen. Okay, die erste Truhe von drei haben wir schon. Jetzt müssen wir die zweite holen. Die dritte ist bestimmt irgendwie beim Boss. Oder vor dem Boss noch. Okay, geklärt. Ich frage mich ganz nett, was für eine Attacke ich beim Boss jetzt machen soll. Also, es gibt mehrere Arten. Es gibt den Kranich-Wolfschlag. Wir haben Schuh und Krillin gibt es eine zusammenhängende Technik, aber ich weiß nicht, welche ich jetzt mache. Ich glaube, ich mache den Erdlingsschlag. Der macht ja drei, also von drei Leuten die Angriff, das ist ja was Gutes. Doppelkapsel Z. Doppelkapsel Z? Doppelkapsel Z. So, wir wetten, das ist ein Item. Achso.
Ah, okay. Weiter. Zum Glück schneide ich auch die ganzen Kämpfe raus. Wenn nicht, dann hättet ihr so keinen Bock, dieses Video anzusehen. Und so. Und komme ich jetzt wieder. Ach komm. Ich habe jetzt keinen Zufallskampf. Danke. Okay, jetzt bin ich beim Ausgang. Und gleich beim Boss. Okay, geschafft. Und gleich beim Boss, komm. Dankeschön. Jetzt muss ich den ganzen Weg dahin. Okay, gut gehabt. Ich habe Glück gehabt. Okay. Aber jetzt den ganzen Weg wieder. Hey, da ist keine Truhe. Oh, komm. Ich hätte gedacht, dass da eine Truhe ist. Warte mal, da fehlt mir doch eine Truhe. Warte, muss man gleich nachgucken. Okay, jetzt zum Boss. Boah, genau nachdem ich gespeichert habe, kommt so ein verfickter Zufallskampf. Und so. Haben wir jetzt auch geschafft? Ja, die Statue bewegt sich, gut erkannt. Nicht der schon wieder. Machen wir ihn fertig und holen uns den zweiten Teil. Okay, der bewegt sich ein bisschen schwerer. Aber sieht immer noch gleich aus. Heftiger Angriff. Rengeki und Wolfsand Forst. Ich glaube, in diesem Kampf zeige ich euch mal die ganzen Spezialattacken, die ich ja jetzt trainiert habe, damit ich die jetzt habe. Und so. Heftiger Angriff. Ich muss mir gleich gucken, gleich angucken, was für Attacken ich gleich einsetze. Okay. Jetzt rein Geki. Ja, ich kann die ganzen Spezialattacken gleich einsetzen. Bittet mich an. Oh, willst du mich verarschen, Mann? Ja, Digga, ich bilde dich nicht an. Oh, komm, warte, dann Wolf zur Neofaust. Haben wir noch nicht gesehen. Seht euch diese Attacke an. Und geh in die Wand mit dir. Und so, 1500 abgezogen. Ey, der ist doch behindert im Kopf. Finale Sandfaust. Mit Larebone für Krillin hier. Sonst kratzt er ab. Hier, lebe wieder. Finale Sonnenfaust. Ich glaube, die habe ich aber schon gezeigt. Der wird sowieso nicht geblendet. Spüre mein drittes Auge. Ja, okay, zieht nicht so viel ab. Jetzt wieder mit jetzt betet mich an, Kacke. Ich habe eine Idee. Für die TP. Ja, komm. Du machst Ketten des Doktors Salve und du machst mal Geisterball, komm. Das will ich mal auch mal kurz zeigen. Und stirbst du jetzt gleich? Der wird ja richtig hochgenommen. Ketten des Doktors Salve auf Stufe 3. Und so, und so. Wieso lebst du noch, Mann? Wieso? Okay. Vielleicht kommt seine Spezialattacke dann wieder. Heftiger Angriff. Streuenergiewellen und Supergeistball. Jetzt kommt seine Supergeistball. Ich habe die 15 Minuten schon erreicht. Ich kann eine Statue eigentlich diesen Attacken ausweichen.
3 Energiewellen. Vielleicht stirbt er jetzt. Was bemerkt, er hat auch keinen Penis, habe ich hier so gerade so erkannt. Heftiger Angriff. Und stirb. Wieso nicht? Ach, mehr vom Angriff. Kamehameha und Wolfsangfaust. Ich hoffe, er stirbt jetzt. Ich soll wieder einen Cut machen. Dann denke ich raus aus dem Teufelsklo. Hier stinkt's, aber richtig. Gut, so Zeit. Hier hat wie mal am Schuh. Und tot. Okay, der hält mehr aus. Da. Und bist du tot? Du willst mich doch verarschen. Ach, du willst mich doch komplett verarschen. Dreifach Neostrahl und du machst Phönixfeder. Wozu habe ich das wohl gekauft? Hä, wo ist Phönixfeder? Ach so, hier. Okay, zum Glück belebt er ihn wieder. Aber jetzt kommt seine heftigste Angriff von Tension an, meine ich. Chikoho. Stirb. Ja, er ist tot. Und okay, Level up. So, so. Ach. Ja, so war das. Okay. Okay, geschafft. Endlich Dragon Ball Splitter erlangt. Yay. Alles klar, jetzt haben wir beide Teile. Und warum freust du dich jetzt darüber? Also, was war jetzt dein Plan, Papa? Uhu-Kleber benutzen. Du bringst sie zu Gott, richtig? Richtig. Alle Achtung, Piccolo, genau das habe ich vor. Wir gehen zu Gott. Zu Gott? Ja, damals, als Piccolo Shenlong vernichtet hat, hat Popo ihn wiederhergestellt. Wenn ihr Popo die Teile bringt, kann er ihn sicher für uns reparieren. Popo. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn das so ist, dann lass uns gehen. Okay. Teleportation. Jetzt haben wir das erledigt. Und raus mit uns. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.